Hallo und herzlich willkommen bei All Wheels Outside. Wir sind mit dem Duro unterwegs in den Süden der Mongolei. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie uns der Ersatzradträger abgebrochen ist. Darum müssen wir jetzt eine Firma finden, die den wieder schweißen kann. In der iOberländer App haben wir eine Werkstatt gefunden, die Schweißarbeiten durchführt. Die Firma ist in Altai, nur 20 Kilometer entfernt von uns. Da wollen wir jetzt hin. Mit gut verzurrtem Ersatzrad mache ich mich langsam auf den Weg. Bianca bleibt zum Aufpassen auch hinten in der Kabine. Das Gelände ist ziemlich wellig, doch das mit Spanngurten verzurrte Ersatzrad steht in unseren Auffahrkeilen und hält gut. Ich umgehe den Höhenzug vor uns ostwärts und fahre über die Hauptstraße in die Stadt. Das führt aber dazu, dass wir unmittelbar, nachdem wir auf die Straße aufgefahren sind, in eine Mautstation fahren und 3000 Tökrek Maut zahlen. Das sind ungefähr 80 Cent. Alois, der ja schon in der Stadt ist, will heute Morgen zu der Werkstatt fahren, wo er sein Auto hat waschen lassen und dort fragen, ob sie uns den Träger schweißen können. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass das die gleiche Firma ist, die ich bei iOberländer rausgesucht habe. Ah, da rechts steht Alois' Auto und links ist die Firma. Alois hat die Leute in der Firma schon gebrieft, dass ich gleich komme. Das Schweißgerät steht schon vor der Tür und man wartet auf mich. Ich nehme kurz Kontakt auf und kann direkt rückwärts vor die Halle fahren, damit die Arbeiten beginnen können. Ich möchte den Träger auch gleich etwas verstärkt haben. Dazu flexen die Jungs etwas Stahl aus Schrotteisen ab und schweißen es an meinen Träger mit an. Knapp 2,5 Stunden später sind wir wieder fahrbereit. Ich bin total happy. Die Reparatur soll 300.000 Tökrek kosten. Ich zahle 350.000, das sind ungefähr 93 Euro. Danke für die schnelle Hilfe. Während wir den Träger reparieren, ist der Rest in der Stadt angekommen. Und wir verabreden uns in einem Café. Es gibt einen kleinen Erfahrungsaustausch und wir gehen in die weitere Planung. Da die Routenidee etwas anders ist, beschließen wir, wieder getrennt weiterzufahren und uns eventuell im Bereich der Kongorin Els wiederzutreffen. Wir gehen noch etwas einkaufen und fahren dann weiter in Richtung Süden. Nur knapp 15 Kilometer südlich der Stadt suchen wir uns einen Platz für die Nacht. Wir bekommen Besuch von einem Schafshirten, der auch, als wir ihm Melone anbieten, die ganze Zeit nicht von seinem Pferd absteigt. Nachdem er noch einmal neugierig um den Dugo herumreitet, macht er sich wieder auf zu seiner Herde, die schon ein ganzes Stück voraus ist. Gleich am Morgen spinnt dann das Gaspedal wieder. Nach 10 Meter Fahrt sind die Stopplampe und die Getriebelampe an. Ich muss neu starten. Aber der Fehler kommt gleich wieder. Der Duro nimmt kein Gas an. Mehrfaches Durchtreten des Pedals hilft. Aber damit die Getriebelampe ausgeht, muss ich nochmal neu starten. Irgendwas ist es hier vorne. Getriebelampe dazu. Jetzt nimm das, wird er 80 mal Gas geben. Hier fahre ich mal wieder den direkten Weg abseits der Hauptroute, um etwas abzukürzen. Eine Zeitersparnis bringt das aber definitiv nicht. Das war doch noch schräger, oder? Da habe ich mir wieder was ausgesucht. Die
Fahrspuren werden immer schlechter und man kann nicht richtig erkennen, welche vielleicht wieder zur Straße führt. Dazu sind jede Menge Schräglagen zu fahren. Ich hasse es, wenn der Duo sich über die Längsachse neigt. Sicher kann das Fahrzeug viel mehr, als ich mir zutraue. Während ich die Stellen langsam überwinde, schreit mein Popometer nur: Halt, halt, das willst du nicht. Und tatsächlich, hier in der Gegend will sicher niemand sein fahrendes Heim umschmeißen. Wer weiß, wann hier der Nächste vorbeikommt. Auf den Aufnahmen hier sieht das gar nicht so schlimm aus. Aber schräg fahren fühlt sich wirklich scheiße an. Dazu müssen wir hier auch noch einige Ausspülungen umfahren. Aber immer wenn ich so eine Stelle passiert habe, finde ich es gar nicht mehr so schlimm. Kurz vor der Straße müssen wir dann doch noch eine Rinne mit Steinen auffüllen, um nicht noch mehr in Schräglage zu geraten. Unsere heutige Strecke zwischen Altai und Chand Mani ist nur 156 Kilometer lang. Dennoch sind wir dafür 9 Stunden unterwegs. Reine Fahrzeit sind 6 Stunden 45 Minuten. Und wir sind hier ungefähr 200 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt. Die Gegend hier kommt uns noch menschenleerer vor, wie das, was wir bisher im Nordwesten gefahren sind. Thank you.
dieser Wildnis muss man auch unbedingt die Navigation im Auge behalten. Hier musste ich dann auch feststellen, dass die Spur, der ich bisher gefolgt bin, langsam vom Kurs abweicht. Also schlage ich mal wieder einen Haken nach Süden und suche mir eine Spur, die besser in die Richtung führt, in die ich will. Kurz vor Bieger kommen wir an einer Klosterruine vorbei. Wir nutzen die Gelegenheit für eine Pause und sehen uns die Ruinen an. In Bieger machen wir einen kurzen Stopp. Es ist schon witzig, dass die Ortschaften in der Mitte meist ein kurzes Stück befestigte Straße haben. Wir sehen ein Schild Bieger Wein und sind überrascht. Wein in dieser Gegend, das kann doch nicht sein. Wir finden dann auch ein Gebäude mit der Aufschrift. Hier scheint sich aber nichts mehr zu tun. Sicher sind wir nicht, aber es wirkt ausgestorben. Nachdem wir also nicht klären konnten, was es damit auf sich hat, fahren wir weiter.
Für die Nacht bleiben wir ein kurzes Stück vor Chandmani stehen. Weiter geht's. Wenn man uns in dem Video hier so sieht, wirkt das alles etwas gehetzt. Das ist wohl auch so. Wir wollen Strecke gut machen, um möglichst schnell in den Nationalpark Gobi Govan Saikhan zu kommen. Und die Entfernungen hier sind halt groß und man kommt unheimlich langsam voran. Hier in Chandmani gibt es wieder die Möglichkeit, etwas einzukaufen. Es ist schon toll, was die in den kleinen Läden hier alles haben. Von jeder Sorte etwas. Außer Lebensmittel gibt es noch Baumarktprodukte, Drogeriewaren und Souvenirs für die Touristen. Toll, Kamele. Jede Abwechslung ist willkommen.
fahren wir gerade durch Bayern-Bulak. Der Ort soll so ca. 1700 Einwohner haben und ist ca. 900 Kilometer von Ulaanbaatar entfernt. Um einen guten Eindruck zu bekommen, packe ich euch mal ein Google Earth Bild mit rein. Manchmal gar nicht so einfach, die richtige Spur zu finden. Als Straßen kann man das ja hier alles nicht bezeichnen, aber Fahrspuren gehen sternförmig in jede Richtung. Und wenn man sich dann auch mal wieder für die falsche Spur entschieden hat, muss man auch mal ein ganzes Stück querfeld einfahren, um wieder eine passendere zu finden. Und dann fing es auch noch an zu regnen. Wüste stellt man sich ja eigentlich immer staubig und trocken vor, mit viel Sonne. Doch hier in der Wüste Gobi erleben wir ein anderes Wetter. Der Regen wird uns die nächsten Tage erhalten bleiben. Aber im Großen und Ganzen haben wir Glück gehabt. Wir können immer wieder beobachten, wie rund um uns herum stärkere Regenfälle sind. Clarissa und Jürgen haben da mehr abbekommen. An der Stelle möchte ich euch mal den Ostblock der beiden empfehlen. Ich werde die Webseite unten in der Beschreibung verlinken. Lest da doch mal rein. Kurz vor Chini Inst bleiben wir für die Nacht wieder einfach ein Stück abseits des Drecks stehen. Chini Inst, bekannt für seine weißen Ziegen und den feinsten Kaschmir mit seinen 2300 Einwohnern, lassen wir links liegen. Wir können leider nicht alles ansehen. Dann müssten wir mindestens ein halbes Jahr hier in der Mongolei bleiben. Die heutige Tagesstrecke von China Inst über Bayern Gobi nach Bayer Ling ist 162 Kilometer lang. Dafür benötigen wir eine Fahrzeit von 4 Stunden und 50 Minuten.
In Bayern Gobi, einem Städtchen mit 2700 Einwohnern, füllen wir unseren Dieselvorrat wieder auf. Nicht, dass wir schon wieder tanken müssten, aber in dieser Gegend sollte man doch besser jede Tankstelle mitnehmen. Der Diesel kostet ungefähr 3700 Tökrek pro Liter. Das ist ca. 1 Euro. Bayer Ling mit seinen 3.500 Einwohnern schlagen wir unser Nachtlager auf. Nur 35 Kilometer von hier ist die Zagan Agui, also die Weiße Höhle. Das ist die älteste Wohnsiedlung der Welt. Dort hat eine amerikanisch-russische und mongolische Expedition menschliches Leben vor 750.000 Jahren nachgewiesen. Im nächsten Teil erreichen wir dann endlich die Kongorin Els. Es würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid.